Im Studio begrüße ich jetzt Herrn Professor Hendrik Strick. Herzlich willkommen. Hallo. Also die Masken fallen in einigen Bundesländern jetzt schon und viele Menschen sind verwirrt, weil einerseits in den Supermärkten darf ich jetzt selbst entscheiden, ob ich die Maske trage. In Bus und Bahn muss ich sie tragen. Sollte ich sie denn tragen aus wissenschaftlicher Sicht? Ja, es macht natürlich ein komisches Gefühl, wenn jetzt plötzlich die Maskenpflicht wegfällt. Aber jeder Bürger kann für sich ja selber entscheiden, ob er die Masken tragen will oder nicht. Und das in seine eigene Verantwortung übernehmen, wenn er das Gefühl hat, es gibt da irgendwie eine Situation, wo man sich eher infizieren kann, dass man dann sagt, naja, ich trage mal lieber eine Maske. Also ist ja kein Maskenverbot entstanden. Es ist, man muss sich auch vor Augen führen, dass die Hauptinfektion im Privaten stattfinden. Das ist nicht in der Bus und Bahn, das ist nicht im Restaurant oder im Supermarkt. Es wurde bisher noch nie nachgewiesen, zum Beispiel, dass ein Supermarkt ein Superspreading-Event sein kann. Also eher mal im Privaten auch darauf achten, dass man vorsichtig ist, als jetzt Angst vorm Supermarkt zu haben. Aber wahrscheinlich war das auch so im Supermarkt, weil man halt bis jetzt die Masken getragen hat, oder? Wie groß ist denn die Ansteckungsgefahr dort? Ja, aber ich rede auch von der Zeit, bevor wir angefangen haben, Masken zu tragen. Also in der allerersten Welle, da war die Evidenz für die Maske ja noch nicht da. Mittlerweile wissen wir, dass Masken sehr gut funktionieren. Trotz allem, auch aus den ersten Wellen und aus allen Ländern, gibt es keine Berichte, dass Einkaufen oder Einzelhandel oder Restaurants wirklich zu einem Superspreading-Event geworden sind. Natürlich gibt es Infektionen in diesen Bereichen, kann auch passieren. Und wenn man sich unwohl fühlt, sollte man auch eine Maske tragen. Blicken wir mal auf die Quarantäne und die Isolierung. Die soll jetzt wahrscheinlich nur noch 5 Tage gelten und auch dann möglicherweise nur noch freiwillig sein. Das heißt, es ist nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben, dass man sich praktisch isolieren muss. Man sollte allerdings die Kontakte vermeiden und sich testen. Das bedeutet doch eigentlich, dass wir Corona jetzt handhaben wie eine ganz normale Grippe, oder? Ja, also der Vergleich hinkt natürlich mit der Grippe. Aber es ist wichtig zu bedenken, dass wenn man sich krank fühlt, dass das wahrscheinlich schon ein Zeitpunkt ist, wo man jemanden anstecken kann. Daher ist es besser, wenn man sich krank fühlt, zu Hause zu bleiben und nicht erst abwarten, dass man einen Test hat. Gerade die Tests sind sehr fehleranfällig und es kann eben sein, man wird dann negativ getestet, sagt, man hat ja kein Corona, geht trotzdem arbeiten, hatte aber Corona und steckt die Kollegen oder Freunde an. Also daher ist es viel wichtiger, zu Hause zu bleiben, wenn man sich krank fühlt und das dann auch ernst nehmen. Warum ist das denn so, dass die Schnelltests so im Moment so schlecht anschlagen? Also ich kenne das jetzt aus so vielen, von so vielen Bekannten, dass die Corona hatten und die Tests waren erst ganz am Ende, eigentlich als es schon vorbei war, positiv. Ja, also die PCR-Tests sind eigentlich zu genau, die Antigen-Tests sind da zu schlecht. Die brauchen eine relativ hohe Viruslast, das Virus nachweisen kann. Also sehr viel Antigen, also Bestandteil vom Virus, muss im Rachen nachweisbar sein. Und da scheinen die im Moment sehr schlecht zu funktionieren, gerade vielleicht auch bei der Omikron-Variante. Blicken wir noch auf die Impfpflicht. Nächste Woche wird abgestimmt im Bundestag und da soll es jetzt wohl so sein, ist noch nicht bestätigt, dass die Impfpflicht ab 18 Jahren vom Tisch ist, aber eine Impfpflicht ab 50 diskutiert wird. Wie sehen Sie das? Macht das Sinn? Macht das mehr Sinn? Ja, also ich sehe eine Impfpflicht wirklich skeptisch. Man kann weder die Schutzdauer und Schutzwirkung jetzt für Omikron voll sagen, also wie lange die Schutzwirkung eigentlich ist. Wir können aber auch für zukünftige Varianten gar nicht sagen, wie gut der Impfstoff eigentlich wirken wird und damit auch nicht sagen, wie häufig ein angepasster Impfstoff benutzt werden muss, ob eine vierte oder fünfte Impfung notwendig ist. Und daher sollte man viel eher in eine sehr gute Aufklärungskampagne investieren, als zu versuchen, das über eine Impfpflicht zu erreichen. Sagt Herr Professor Hendrik Strick. Herzlichen Dank für den Besuch heute bei uns. Sehr gerne.